So Leute, es geht weiter mit der Pokémon Blau Platin Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt unseren weißen Hai, ja, ins Team gepackt. Ich habe jetzt doch nicht an Gift gedacht, weil es kam gerade nur Megasauger und die anderen zwei Attacken, die es noch Pflanzenattacken, die es noch erlernen kann, sind Solarstrahl. Sagt wohl alles, erstmal aufladen, dann angreifen, das ist ziemlich blöd. Und dann noch Blättersturm. Es wäre gut, wenn ich im Moment, wenn ich das Pokémon besiegen würde, beispielsweise das Wasser-Pokémon, wäre ja gut, wenn ich dann in dem Moment austauschen könnte. Nur das Problem ist, ich muss noch weiterhin drinnen bleiben. Und das ist halt so ein Risikofaktor, dass dann ein starkes Pokémon einsetzen, danach bin ich auffällig. Deshalb warte ich erstmal, bis ich zum Haus kann, wo ich wieder zum Attackenlerner, das Erlerner, dass er mir wieder, oder halt, ja, die vorigen Attacken, die ich so gesagt vergessen habe, oder nicht erlernen konnte, weil, ja, mit einem hohen Level gefangen, kann ich ihm wieder beibringen. Das wird auch so sein. Dann nehme ich es auf jeden Fall im Team. So, machen wir weiter. Sieht so, ja, ich muss glaube ich Blitz hier vorne schicken. Aber es ist auch blöd, dass nur noch er trainiert wird, wenn ich jetzt nur noch vorne habe. Deshalb würde ich mal sagen, ich gebe erstmal den EP-Teiler. Unsere Megatron. Ja, es sollte halt nicht mal so eine Flugattacke lernen. Die es auch kann. Nur, ich glaube, wie gesagt, auf Level 54. Und deshalb wollte ich erstmal nicht im Team nehmen. Aber ich habe jetzt gerade keine andere Wahl. Und deshalb. Ja. Yeah. Okay. Weimar, Weimar. Weiblich. Okay. Ladeschuss soll's regeln. Ja, so ein Weimar hat ja auch schon relativ viel KP. Oh. Ich hoffe, es hat auch ein Weilot. Erfahrungspunkte. Ja, es hat ein Weilot. War ziemlich klar. Auf Level 53. Boah, okay. Das heißt wohl, bevor ich zur Arena gehe oder beziehungsweise zum Arena-Leiter, sollte ich schon trainieren. Sollte ich auf jeden Fall trainieren. Ich habe so 58, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Muss ich mal gucken, also. Ich kann jetzt nichts Genaues sagen. Machen wir mal bei dem hier. Dadadadang. Ist er nicht schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Ja, ich mag ihn. Ja, eben gerade bei Grün, jetzt hoffen wir blau. Oh, das heißt wohl, er hat einen Torpedo. Ja, Ladungsschuss. Ja, ehrlich, ich bin froh, dass ich endlich mal eine Spezialangriff-Attacke habe. Einfach nur gut. Oh, gleich wird's ja zum. Ja, gleich wird Blitz zu Level 51. Ah, Torpedo, Torpedo. Oh, Wasserdüse. Ja, zieht gar nicht wenig ab. So ein Torpedo hat ja auch schon relativ hohe Angriffswerte. Ich hoffe, ich. Ja, es dauert lange, bis ich Kaskade habe. Dann wäre es ja ziemlich gut für so ein Torpedo. Okay. Planscher Trainer. Nein, was stand da? Planscher. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich der Name. Okay. Auch so ein Angler. Ja, Ballchen. Es gibt ein. Okay. Ach ja, stimmt. Stimmt, ich kann eigentlich noch da oben trainieren. Dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal dahin, wo wir noch trainieren können. Das habe ich ja glatt vergessen. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Kann ich ja schöne Doppelkämpfe durchführen. Ich kann ja Megatron Fettkopf nach vorne schicken. Warum nicht? Und zwar, hier kann ich trainieren. Ja, soweit ich weiß, sind das Doppelkämpfe. Ja, machen wir dann so und so. Ja, weil Megatron bald erstmal diesen EP-Teile. Ja, natürlich will ich kämpfen. Soweit ich weiß, sind es wirklich Doppelkämpfe. Ja, okay. Oh, das heißt, ob ich drinnen bleiben sollte? Okay, das ist jetzt blöd. Also ein Sieper. Schon nicht. Ja. Ich kann ja einmal so und einmal Erbe einsetzen. Okay. Die Kraft. Oh, ja, okay, ich glaube, ich bleib noch drin und ich setze gleich Kehrtwende ein. Stimmt, das habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Es kann Kehrtwende, ja, das ist so. Ja, vollkommen vergessen. Okay. Ja. Charme zu wem? Ach, verdammt. Sogar Angriff sinkt stark. Okay, hier würde ich doch lieber tauschen wollen, aber. Also. Erstmal mit Antikraft auf Simon. Dann hier tauschen zu. Ja, ich glaube, Schleimer wäre am besten. Okay. Bams. Ah, verdammt. Lag. Ah, das sollte nicht so viel abziehen. King Crit, ist ja klar.
Okay, wie machen wir es jetzt? Soll ich Catwind? Nein, ich bleib erstmal noch bei Antikraft auf Seemon. Und dann matchen wir auf Pampi, auch wenn es nicht so viel abziehen wird. Okay. Megatron. Ja, Megatron kriegt die meisten Erfahrungspunkte. Ist doch besser so. Risikodecke. Den nicht so viel abziehen. Okay, wie mache ich das am besten? Ich setze, glaube ich, hier mal Verfolgung ein und zu Säurepanzer. Ach, war nicht dein Ernst. Okay. Was so, damit ja die Verteidigung stärkt, können wir ihn dann nochmal so machen wie vorhin. Ja. Ja, ich mag ihn gleich mit höchstwahrscheinlich einen Dorfhahn einsetzen, deshalb ja, bereite ich mich schon mal vor. Auf das Dorfhahn. Auch wenn das Erdbeben einsetzen wird, das wird eh nicht so viel abziehen. Ich meine, ich habe schon plus 4 Verteidigung. Ja, und die Kraft wird eh nicht so viel abziehen, deshalb setze ich ja. Ach ja, stimmt, das bringt ist ja eh nicht egal. Weil ich habe ja die Fähigkeit. Habe ich gerade vergessen. Okay. Oh, ihr seht, ja. Okay. Nicht so viel, aber zumindest etwas. Oh, ein Crit. Und sogar vergiftet. Grimas. Grimas. Ach ja. Ach, Dompfern. Okay. Oh, ja, setz einfach so ein. Falls. Okay, auch wenn es aussah. Ja, ist ja nicht egal, was. Ich muss ja nicht mal angreifen. Okay, Level 50. Naja, ihr seid schwach. Was für Babys? Nee. Okay, ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen heilen. Ja, es geht ziemlich schnell und ich bin langsam. Nee, ich sollte mal ein bisschen. Ja, so arm bin ich ja gerade nicht, von daher. Oh, ja doch, guck mich. Ja, okay, auch nur wegen 4 KP will ich jetzt nicht weinen. Okay. Machen wir den Malon die Schönheit da. Die nennt es ja Schönheit in Anführungsstriche. Okay. Mal gucken, was für Pokémon haben werden. Luxtraun Schlappohr. Okay, das ist schon gar nicht so schlecht, weil ich gehe mal auf Schlappohr und dann Erdbeben. Scham auf wem? Nein, verdammt! Das falsche Pokémon. Okay. Oh, Angeberei. Das ist blöd. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Luxra trotzdem besiegen kann. Ja, Charme ist schon relativ viel. Ich soll ihn einsetzen. Setz mal Schleime ein. Und dann einfach Steinkante auf Luxra. Ja, Erdbeben kann ich jetzt schlecht einsetzen. Oh. Knirscher, Knirscher. Er wird eh nicht so viel abziehen, aber dennoch zumindest etwas. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen alle auf Luxtra los. Man weiß ja nie. Sprung. Ah, Sprungfehler ging daneben. Das freut mich doch. Okay, erstmal so. Ich glaube, es wird ihn besiegen. Ja, okay. Naja, jetzt zumindest. Ja, so ein Luxtra hat schon viel aus. Und die sind auch wieder 55. Das darf man ja überhaupt nicht unterschätzen. Okay. Jetzt beide auf das Pokémon. Ja, ich könnte auch Kreideschrein setzen, danach ja, Steinkante. Okay, war so klar, war ziemlich klar, dass ich das so machen würde. Oder wir gehen gleich einfach beide auf ihn los jetzt mit unserem. Hey, es kann sein, dass Steinkante hingehen, also setze ich einfach mal Risikodeckel ein. Okay, einmal so und ob ich glaube nicht, dass es besiegen wird. Sie, ja, habe ich mir schon gedacht. Einfach noch mal. Ich kann ja Zertrümmer einsetzen, ist ja eh nicht egal. Ja. Habe ich mir schon wieder gedacht. Ich fand nochmal die gleichen selben Attacken. Werde ich paralysiert. Ja, gut so. Ja, ich glaube, soweit ich weiß, eine 30%ige Chance, dass es paralysiert wird. Also ja, auch nicht gerade schön. Boah, Megatron kriegt schon ordentliche Erfahrungspunkte. Das ist gut. Okay. Ja, deine Vorspeise wird kalt. Das ist eine Lüge. Ich glaube, ich sollte mich diesmal jetzt heilen. Das sind ja noch. Ja, drei Gegner. Naja. 3x2. Ist ja klar. Ja, sollten wir es noch in diesem Part schaffen? Ich würde sagen mal ja. Wir können uns ja schnell heilen. Ja, das geht ziemlich schnell. Okay. Ja, nicht so wie beim Pokécenter. Okay, jetzt einfach geradeaus. Und ja, ich hoffe halt nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt. Also bezweifle. Es kann sein auf Level 52, dass also das Megatron auf Level 52 hier steigen wird. Nur ich glaube nicht, dass es auf 53 oder 54 sein wird. Naja, hoffen wir mal auf das Beste. Oh, Quaxo.
Das ist schon eine andere Geschichte hier. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir auf Parent erstmal los. Und hier würde ich lieber doch tauschen. Zu. Ja, setzen wir Schleim ein. Warum nicht? Antikraft. Sollte modnet werden. Ah, verdammt. Ich wusste gar nicht, dass es so viel aussieht. Oh, da tauschen wir auch lieber. Ich will jetzt nichts riskieren. Laufstelle. Genau die Attacke will ich. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, mit Schleimer sollte ich einfach mal ihn heilen. Ich bräuchte mehr. Verdammt, ich habe ja. Ich werde auf jeden Fall am nächsten Part zu Kumumich lang gehen und da was holen. Die sind ja ziemlich billig. Oh, Top-Genesung. Okay, von mir aus. Bams. Und. Und schon steigt. Okay. Springt hoch. Ah, okay. Machen wir nochmal so. Und hier würde ich mal tauschen. Zu. Ja, wenn es jetzt auf Fettkopf geht. Ja. Das wird doch einfach Blitz hier ein. Warum nicht? Bams. So, komm schon. Steigt deine. Okay, steigt wohl nichts hier. Ah, ging daneben. Ha. Pandir. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich setze hier mal. Soll ich aufräumen setzen? Ja, ich setze einfach nochmal Antikraft ein. Gegen Quack, so kann ja schon ziemlich lässig werden. Setze ich einfach. Oh, Ladung. Ja, stimmt, Ladungsschuss geht auf jeden los. Das habe ich ja voll vergessen. Da muss ich wohl. Moment, auf wen bin ich gerade. Ja, gehen wir alle auf Quacks los. Ich will dieses Quacks loswerden, damit kein Wasser-Pokémon spiel ist. Dann kann ich ja gleich Geowatts einsetzen, also unseren Fettkopf. Und ja. Oh, ich spring schon wieder hoch. Okay. Sieht gerade nicht wenig ab. Okay, ich setze mal wieder die Kraft ein. Dann gehen wir mal alle auf Pandilos. Okay, so. Er kann schon ziemlich nervig sein. Ja, genauso. Nee, auch wenn ich ihn eh gleich austauschen wollte. Ach, verdammt. Mein Gott, das war schon ein bisschen blöd. Okay, hier sollte ich jetzt diesmal wirklich tauschen. Zu Fettkopf. Und dann setze ich einfach mal Ladungsschuss ein. Okay, ja. Sollte alle besiegen. Naja, außer natürlich unseren Fettkopf. Ja. Und so. Okay. Zeigt keine Wirkung. Ja, das ist gut. Okay. Jetzt hätten wir noch Buttergel. Trotzdem will ich hier Hypertrank einsetzen. Weiß ja nie. Okay, so. Okay. Und ein Ladungsschuss wird es auch erledigen. Ja, Typ Eis, Flug. Also locker. Nee. Okay. Und das hätten wir. Auch wenn wir. Ja, ich glaube, einen Kampf mache ich noch schnell. Warum nicht? Dann den nächsten einfach beim nächsten. Oh, so. Ja, immer erstmal reden die mit ihren. Mit ihrem Date und dann, ja. Reden die auf einmal mit mir. Oh, Willi, nein. Ich hasse das Pokémon. Oh ja, stimmt. Megatron ist ja noch. Okay, okay. Ich habe mit Willi ja. Ja, ich meine, ich bin ja von Käferflug und. Da würde ich doch lieber tauschen. Ich glaube, ich tausche alle. Ich tausche erstmal zu Schleimer. Und einmal zu. Blitzy. Okay. Oh. Spezial. Zu wem jetzt? Sandsturm. Ah. Das ist blöd. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen. Auf Willi los. Na doch, gehen wir auf Willi los. Oh, gut, dass es daneben ging. Okay, so. Amnesie. Unnötig, unnötig. Okay, ja, dieser Kampf wird schon lässig. Ehrlich, ich merke das jetzt schon, dass es lässig wird. Ach ja, ich setze lieber. Ja, aber ich agiere doch nicht als erstes. Also. Dann machen wir einfach so. Ich habe eine Idee. Kreideschrei zu Willi und dann halt bis. Aber da ich eh zuerst angreife, ja, bringt es eh nicht so viel. Oh, das ist blöd. Ja, das ist noch blöder. Oh, nicht mal ein Crit. Das ist ja blöd. Okay, dann würde ich mal. Hm.
Ich glaube mit. Ja, das. Ich glaube, ich heile erstmal Blitzi mit Schleimer. Okay, so. Und dann gehen wir einfach auch mit Biss auf Willi los. Ja. Ach ja, ich bin ja ver. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Ja, Blödheit. Die Vergesslichkeit. Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, was mache ich jetzt am besten? Ich setze mal Matschformel zu Willi ein. Willi, und dann setze ich doch lieber Fettkopf ein. Ehrlich. Okay, so. Okay, Kreideschrei, ja, ist nicht immer gut. Mann, ja, die Fähigkeit wird unterdrückt, kenne ich schon. Okay, das ist jetzt wieder so eine blöde Sache. Die haben mir Kreide. Nein, ja, so. Matschformel auf Willi. Und Fettkopf setze ich einfach mal. Ja, ich weiß nicht, dass die. Ah, das ist ziemlich blöd. Der Twilde sollte einen Angriff überleben. Also Antikraft. Oh, gut, dass du wieder sonst schon mal einsetzt. Von mir aus. Naja, eigentlich ist es nicht so gut, aber. Ja, genau das, was ich wollte. Ja, Rauhaut. Ist mir nicht recht egal. Okay, ja, du wirst verletzt. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen alle auf Willi los. Aber mit welcher Sache soll ich denn auf? Jetzt einfach mal Wasser. Ja, Wasserdüse. Bisschen besiegen würde? Ja, ich würde sagen, schon. Ja, ein Crit. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber. Ja, besiegt ist besiegt. Super. Ja, das ging auch daneben. Okay. Ja, zieh gerade nicht so viel ab, aber zumindest etwas. Amaldo. Ich muss sagen, wir gehen alle auf Amaldo los. Oh. Knacksel. Ah, das ist jetzt blöd. Verdammt, ich wäre extra auf ihn losgegangen. Okay. Einmal so. Einmal so. Okay, und. Ja. Oh, wenn ich jetzt nur wüsste, auf wem es losgeht, dann wäre es sie besser für mich. Okay. Da würde ich mal sagen. Einfach für Slimer hier so. Hypertrank ein. Okay, ja, falls es auf Schleimer geht. Habe ich gerade Slimer gesagt? Ne, egal. Ist ja nicht so wichtig. Oh, nicht schon wieder. Ja, wir wissen, zieht sehr viel ab. Mehr oder weniger. Oh. Hat er nachgelassen? Okay, das ist gut für mich. Dann könnte ich hier. Einmal so und einmal so. Okay. Schon wieder. Zaunklinge. Zieht schon einmal von relativ viel ab. Würde ich mal sagen. Einmal so und einmal so. Oh, hallo? Okay, ich muss eigentlich doch damit rechnen, dass es zweimal hintereinander einsetzt. Okay. Okay, das ist langsam ziemlich blöd hier, was hier abläuft. Das wird hier Tränke, dies, das. Ich bin noch anderer Level, also ich glaube, ich würde sagen, ich trainiere im nächsten Part. Ja, ist glaube ich besser so. Am Aldo. Ja, schon wieder dein Schaufler hier. Okay. Wie soll ich den einsetzen? Ich habe eh keine andere Wahl, deshalb setze ich einfach mal. Ja, Säurepanzer kann ich einsetzen. Und dann für ihn. Jetzt einfach mal Agilität ein. Warum nicht? Ich meine, ja, ich habe keine andere Wahl. Okay, ja. So. Ja, jetzt Säurepanzer. Bisschen boosten. Dann würde ich sagen, setzen wir. Nicht Schlammbombe auf Knacksel und dann ja. Er ist ja klar auf Knacksel, wie denn sonst. Dann Wasserdüse.
Okay. Ja, schon wieder das da. Okay, ja, der Kampf zieht sich wirklich in die Länge. Ja, Vorsicht, aber wenn ich Blitzi brauche, muss ich mal ein bisschen Blitzi aus. Aber jetzt ein Crit zustande kommt, dann drehe ich auch durch. Und dann setze ich einfach mal. Ach, verdammt. Na egal. Ja, ich habe keine andere Wahl, was ich denn. Ah, doch, ich kann. Ja, warum weiß ich nicht, ob ein Crit kommt, ehrlich. Also, ich habe keine Lust mehr, ein weiteres Pokémon zu verlieren. Ehrlich. Gehe ich einfach auf Nummer sicher. Warum nicht? Okay. Sollte ich hier wechseln? Nö. Bleiben wir mal drinnen. Ja, wenn jetzt einmal Matschaume daneben geht, habe ich keine Attacken mehr drauf. Ja, ist ziemlich traurig. Nee, machen wir mal so. Ich erhoffe mir auf ein Crit. Ah, verdammt. Was? Spezialangriff? Ach, wozu? Ehrlich. Dass er wieder auf Schleimer geht, setze ich einfach mal Megatron ein. Und bei ihm setze ich einfach mal. Ja, Agilität kann ich ja nichts anderes machen. Okay. Einfach so. Bisschen boosten hier. Ja, keine Wirkung. Kenne ich schon. Okay. Einfach so. Und dann Wasserdüse. Bams. So. Ja, noch ein Pokémon. Warblu. Ja, okay, noch zwei. Okay, setze einfach mal Kehrtwende ein. Damit ich nicht weiter drin bleiben muss. Oh, sogar besiegt. Okay. Es hat wahrscheinlich auch ein. Ach ja, stimmt, Vibrava. Ich habe vollkommen vergessen. Okay, nee, da will ich lange nicht. Da will ich nicht drin bleiben. Setze ich einfach mal Fettkopf ein. Und hier. Ja, ich meine, wenn das jetzt Antikraft einsetzt, ist auch blöd gelaufen. Einmal so. Schon wieder sowas. Was ist das? Initiative? Bringt dir nichts, wenn ich eh Wasserdüse einsetze. Oh, was habe ich da gerade einsetzt? Ach, Risikotackle und dann so. Okay, das hätten wir auch endlich. Ich meine, 22 Minuten, das ist ja eine Nummer. Und dann würde ich sagen, naja, so. Wir sehen uns im nächsten Part. Ach, was ist das? Naja, so, wir verabschieden uns. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.